Herzlich willkommen zu Part 34 von Pokémon Rot. Und es hat sich was in der Zwischenzeit getan. Und zwar habe ich heute Morgen meine Zahnspange nach 5 Jahren oder wie viel das auch immer war, nach ewiger Zeit endlich rausbekommen. Vielleicht hört man es, vielleicht klingt es ein bisschen komisch noch. Vielleicht hört man gar keinen Unterschied. Kann auch sein, kann ich mir vorstellen. Wir wollen heute endlich, das habe ich auch schon ewig angekündigt, diese Seeroute hier in Angriff nehmen und die Wassertrainer zum ersten Mal Trainer, also Schwimmer, zu besiegen. Also besiegen, genau. Bekämpfen erstmal in erster Linie. Natürlich wollen wir sie auch besiegen. Und ja, genau. Es ist so nervig, Pokémon Rot. Ich habe jetzt schon wieder, ich bin bei 10 Minuten Aufnahme und habe einfach gar nichts aufgenommen bisher. Oh ja, gut. Sepa ist ein bisschen overleveled. Aber Ultraschall, mal schauen, wie viel Schaden es macht. Typ normal oder was? Typ normal, ja. Aber es ist nicht sehr effektiv gegen mich. Mit Wasser gegen Elektro. Ja, mache ich einfach mal weiter. Vielleicht kann ich es ja killen. Magnetilo, unser neues Teammitglied. Letzten Part. Ja, kann natürlich noch nicht so viel. Ist noch ziemlich underleveled. Wird wahrscheinlich oft sterben. Oder ausgewechselt werden. Aber ja, irgendwann wird es einen festen Platz im Team bekommen. Und das beginnt mit dem Sepa, was jetzt besiegt wird. Hoffentlich. Was ich sagen wollte, ich bin bei 11 Minuten Aufnahme, weil es ja eine Minute vergangen. Und ich habe nur Items hin und her geschoben. Ich habe Items hin und her geschoben, habe Pokémon hin und her geschoben. Dann habe ich versucht, Stärke wollte ich am Pokémon erlernen lassen. Weil wir es brauchen gleich nach der ersten Wasserroute quasi, dem ersten Teil der Route. Und ja, deswegen wollte ich Stärke erlernen lassen. Brauchen wir auch für die Pokéliga. Für die Siegestraße heißt die, genau. Und wollte es machen. Und ich habe erstmal vom PC erstmal Items VM4 genommen. VM3, VM2. Alle möglichen. Wobei, ich glaube, VM3 ist Stärke. Weiß nicht. Ich habe alle runtergenommen, um dann erstmal wieder rauszugehen, nachzuschauen, welche das ist. Dann gesehen, dass die falsche, musste sie wieder ablegen, weil ich keinen Platz mehr hatte sonst und so weiter. Es ist sehr nervig und umständlich, aber ja, jetzt habe ich einen Rihorn dabei und habe Volnona zu Hause gelassen, also auf dem PC, weil das ist eine Wasserroute. Da sind wir wahrscheinlich nicht so gut beraten mit Volnona, sondern bräuchten eher was anderes. Okay, die Route sieht echt ziemlich leer aus. Irgendwie in den anderen Spielen war die auch ein bisschen übersichtlicher. Ein Tentara auf Level 10. Das ist natürlich, wäre eine gute Übung für Magnetilo. Aber ich lasse es einfach links liegen. Wir werden noch oft genug einem Tentara oder einem Tentoxa. Na gut, Tentoxa nicht, aber was kommt denn noch vor? Irgendwas kam noch immer vor. Muschas vielleicht? Ja, auf jeden Fall Tentara ist das häufigst auftauchende Pokémon überhaupt. Wenn Magnetilo erstmal eine Elektroattacke erlernt, ist Magnetilo natürlich auch einiges besser. Aber bis dahin müssen wir erstmal hier mit Giflor ein bisschen kämpfen, weil Giflor hat ja Typ Pflanze. Hat dann Pflanzenattacken mit Blättertanz und noch Step-Bonus drauf. Also alles, was es braucht eigentlich, um gut die zu besiegen. Hier stand zweimal jetzt Hypnose, hat keine Wirkung auf mich. Vom Quapuzzi und vom Quapsel. Kann das sein, dass ich immun dagegen bin oder ist es einfach daneben gegangen? Das ist auch ein negativer Punkt von der ersten Generation. Es ist einfach so undurchsichtig, was jetzt daneben gegangen ist, was jetzt keine Wirkung hat wirklich und so weiter. Also ein bisschen schwierig alles. Und ich muss auch jetzt in einer Viertelstunde wieder los. Da habe ich dann einen Arzttermin noch. Und deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen mit dem Aufnehmen, beziehungsweise ich kann nicht schneller aufnehmen, als es hier ist, aber deswegen sind diese 10 Minuten, die ich eben angesprochen habe und aufgenommen habe, halt noch ärgerlicher, weil es einfach noch länger dauert jetzt und ich weniger Sinnvolles aufnehmen kann. Dann schneide ich noch ein bisschen das weg und dann, ja, können wir hoffen, dass es ein guter 20-minütiger Part wird. Und wenn nicht, ist halt ein bisschen drunter, ist dann halt so. Ich meine, wenn ich jetzt bei 5 Minuten bin und dann noch 15 Minuten Zeit habe, dann ja, komme ich nicht auf den 20 Minuten Part. Das ist schon mal sicher.
Das heißt aber auch, ich müsste noch ein bisschen reden jetzt, damit irgendwas, damit ich nicht so viel beschleunige und so. Aber ich weiß doch gar nicht, was ich jetzt sagen soll bei den, ich weiß doch gar nicht, was ich jetzt sagen soll bei den Battles, weil jetzt hatte ich hier einen Muschas und das ist, ja, Typ Wasser und irgendwas habe ich schon mal mit Typ Eis geredet, weil ich das nicht wusste, aber es könnte auch sein, dass das irgendwie die Weiterentwicklung war, ja, und hier Gold King, Weiterentwicklung von Goldini und Giflor Level 45, also es ist nicht so spannend, was hier passiert und irgendwie finde ich diese Routen, wie gesagt, am uninteressantesten und da fällt mir auch nicht viel ein, was ich dazu sagen kann. Und jetzt kommen hier auch nochmal 4 Trainer. Schön. Der meint, Schwimmen macht Spaß, aber man holt sich schnell einen Sonnenbrand. Ja, das stimmt schon, weil irgendwie, ich habe früher mal gedacht, hä, das macht doch keinen Sinn, ich hole mir doch keinen Sonnenbrand, wenn ich im Wasser bin. Also so höchstens vielleicht im Kopf oder so oder allgemein nicht, weil ich bin ja unter Wasser und das kühlt ja dann quasi und dann kann ich ja nicht einen Sonnenbrand bekommen. Aber es macht natürlich keinen Sinn. Ich habe mich immer gefragt, warum man sich vorher eincremt, bevor man ins Wasser geht. Also es ist ja so, dass der Sonnenbrand nicht dadurch kommt, dass die Haut warm wird oder so. Ist ja ganz angenehm im Wasser meistens. Aber es ist halt so, dass die UV-Strahlung der Sonne die Haut schädigt und den Sonnenbrand verursacht. Deswegen sollte man sich auch eincremen, wenn man ins Wasser geht. Obwohl es sich nicht so anfühlt, es ist trotzdem gefährlich. Also für die Haut. Und ist dann auch Krebsrisiko und so, glaube ich, ist ja bei... Oder? War das bei Sonnenbrand? Ja. Und sie ist müde. Da frage ich mich, warum sie überhaupt hier draußen noch rumschwimmt, wenn sie müde ist. Weil müde und schwimmen ist nicht so vorteilhaft, weil... Kann sie mich gefährlich sein, weil wenn du einschläfst oder wenn du so erschöpft bist, dass du dich nicht mehr über Wasser halten kannst, nicht gut, dann musst du nur hoffen, dass da gute Rettungsschwimmer oder so sind. Und ja, beim Autofahren ist auch nicht gut. Also irgendwie sollte die dann mal rausgehen, glaube ich. Aber die schwimmt ja auch schon ewig hier, theoretisch, wenn man es mal so sieht. Weil, ja, du könntest ja 1000 Jahre neben dir stehen und die würde immer auch schwimmen. Ist ja auch nur ein Spiel, also... Aber das Spiel ist ja schon relativ realistisch so, was das angeht. Also Pokémon jetzt nicht so, aber so die Leute und so, es sind echte Menschen und so ist nichts Abstruses, was man jetzt fantasiemäßig sich dazu denken muss. Selbst The Legend of Zelda ist ja da schon ein bisschen nicht so realistisch. Wer kennt Goron im echten Leben oder Soras? Und sie ist am Ende ihrer Kraft, ja dann geh raus aus dem Wasser. Bist du dumm? Und er möchte mir meinen Turtok klauen. Gibst mir das Pokémon, auf dem du stehst, wenn ich gewinne. Och man, warum denn 5 Pokémon? Ich glaube, da beschleunige ich auf jeden Fall. Aber meinen Turtok kriegst du nicht. Das ist schon mal sicher. Das ist schon mal gesichert. Okay, Giflor ist nicht immun gegen Hypnose. Giflor ist jetzt eingeschlafen durch Hypnose und kassiert den Duplex-Hieb, der öfter als 2-mal angreifen kann und ein Volltreffer ist. Ich glaube, der ist auch ein bisschen broken. Der ist, glaube ich, irgendwie öfter ein Volltreffer, als er es sein sollte. Oh, sogar aufgewacht. Direkt in der 2. Runde nach dem Einschlafen. Bedeutet, ich verliere nur 2 Runden. Ja, seems legit. Absorber kann ich ja machen, um meine KP wieder zu regenerieren, irgendwie. Fast Full Heal, aber das kann ich ja noch machen durch das nächste. Das ist ein Goldini. Ja, also Giflor hat ziemlich einfach hier. Eigentlich müsste ich auch noch Nocturne und so einsetzen. Ich tausche aber extra mal auf Magnetilo, weil Magnetilo Level 23, 24 ist natürlich ein bisschen kritisch tief, kritisch niedrig. Damit kannst du nichts reißen in der Pokéliga. Und das wird nur das Schwerste, alle auf Level 60 zu bekommen. Wobei wir noch 2 Arenen haben und die Top 4... Ja, wobei... Die Top... Wobei wir noch 2 Arenen haben, ich glaube auf der Zinnoberinsel, was unser nächster Ort sein wird, den wir besuchen werden, gibt es auch ein Pokémon-Haus, wo man noch kämpfen kann, bzw. muss. Ja, und dann gibt es ja auch noch wilde Pokémon in der Siegestraße.
was auch dann am Schluss der Ort ist, wo man dann leveln würde, wenn man noch nicht das Level erreicht hat, was man haben möchte. Ich glaube außerdem, dass man, weil man ja hier schon früher hinkommen kann auf die Route, also eigentlich direkt nachdem man Fuxane City erreicht und die Arena da macht, sind die Level auch hier so niedrig. Ist, glaube ich, auf Level 27 war das eben. Und das hier ist auf Level 27 auch. Also ja, das ist ziemlich niedriges Level und ziemlich einfach deswegen auch, weil es schon früh zugänglich ist. Natürlich, wenn es jetzt erst spät irgendwie zugänglich wäre, dann wären die Level natürlich ganz oben angesetzt, von Grund auf schon. Kein Volltreffer. Ich bin ziemlich kritisch reingegangen und habe das aber besiegt. Mit 13 KP habe ich es alleine besiegt, Magnetilo, auf Level 25, was fast schon Level gleich ist, also gleich groß quasi das Level. Die Gewässer sind trügerisch. Na gut, so inwiefern? Du wirst irgendwie weggeleitet von der Strömung. Warum hast du 5 Pokémon? Bitte, was treibt dich an, dass du 5 Pokémon hier trainierst? Was treibt mich an, hier 6 Pokémon zu trainieren? Aber egal, nee. Ah ja, da war gerade schon wieder ein Betrüger. Da war ein Tentoxa auf Level 27. Und ich dachte mir schon irgendwie, das ist nicht ganz rechtens, weil Tentoxa entwickelt sich erst auf Level 30. Wusste ich jetzt nicht direkt, aber es sah ein bisschen komisch aus, ein Tentoxa auf einem derart niedrigem Level, wobei es auch nicht sehr niedrig ist, aber trotzdem irgendwie, ja. Und hier gibt es noch eine Insel, nee, das ist nur die Begrenzung auf der anderen Seite. Da unten ist noch ein Trainer. Und ich glaube, wir sind auch gleich schon wieder im Land. Es kann aber nicht sein, dass ich jetzt so ein kleines Stück der Route nur schaffe, heute. Aber es sieht fast so aus. Ich weiß auch, wie ich das jetzt mache. Ich nehme einfach die nächsten Parts noch auf, bis ich auf der Zinnoberinsel bin, durch die Höhle durch, die jetzt gleich kommt. Und schneide die dann auf die gleiche Länge. Vielleicht ist auch hier gleich Schluss. Und mache quasi dann 2-3 Parts daraus, die dann ungefähr gleich sind. Wenn ich dann beim nächsten Part mehr aufnehme, ist es halt so. Und wenn ich halt weniger aufnehme, kommt halt was von diesem Part noch in den Part rein. Was ich nicht glaube. Ja, jetzt habe ich gleich gute 30 Minuten aufgenommen. Nee, knapp 30 Minuten. Ist auch egal. Ich möchte doch das Festland erreichen. Und das ist so riesig. Warum sind die Wasserrouten hier so riesig? Da ist das Festland. Und schon spielt die Musik vom Festland auch wieder. Wir haben hier einmal einen Eingang. Und da unten einen Eingang. Und hier der Eingang. Das ist nur so ein kleines Becken. Und weiter kommen wir da nicht. Und das heißt, wir müssen hier rein. In die Seeschauminseln. Ah ja, so hieß das. Stimmt, genau. Und dann kommen wir hier unten wieder raus, um dann nach links weiterzugehen. Ich schaue einmal kurz rein. So sieht's aus. Spektakulär. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns demnächst.